In diesem Jahr 2017, im September, wird in der Bundesrepublik Deutschland der Bundestag gewählt, und dazu haben wir uns überlegt, einige Gedanken zu äußern zu Parteien, die die Klasse der Bourgeoisie auf ihre Wahlliste gebracht hat. Und wir möchten sie analysieren, wir möchten den Klassencharakter dieser Parteien deutlich machen. Wahlen sind ja nicht eine Entscheidung des Proletariats, ob sie weiterhin im Kapitalismus oder vielleicht im Kommunismus leben möchte, sondern Wahlen bestimmen lediglich die Geschäftsführer des imperialistischen Geschäfts. So wird also auch in diesem Jahr im September nicht über Eigentumsverhältnisse abgestimmt, sondern lediglich, welche Geschäftsführer das kapitalistische Eigentum an den gesellschaftlichen Produktionsmitteln, was in der Hand der Bourgeoisie ist, weiterhin führt. Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland zwei relevante kommunistische Parteien. Die Deutsche Kommunistische Partei hat es geschafft, in einigen Bundesländern die Wahlbeteiligung zu erreichen. Die Kommunistische Partei hat es nur im Freistaat Thüringen versucht. Mir ist im Moment nicht bekannt, ob die Wahlbeteiligung da erfolgt. Das heißt, das Proletariat kann in einigen Bundesstaaten ihre revolutionären Interessenvertreter wählen, aber in der Regel, im Rest wählt sie nur Geschäftsführer der Bourgeoisie. Die Medien, die Hauptmedien, ich meine jetzt nicht unsere Medien, die Junge Welt, unsere Zeit, die Zeitung der Deutschen Kommunistischen Partei und die Rote Fahne, die Zeitung der Kommunistischen Partei Deutschlands. Ich meine hier mit den Medien, die Bourgeois-Medien machen ja nichts weiter als die Programme dieser einzelnen Interessenvertreter der Bourgeoisie bekannt zu geben. Deshalb beginnen wir mit den Medien der Bourgeoisie. Ja, und bei den sogenannten Mainstream-Medien, Mainstream ist ja der Überbegriff für die Medien, die direkt vom Kapital gelenkt werden. Die Mainstream-Medien sind äußerst aggressiv, so wie in der Bibel drin steht: Du sollst keinen anderen Gott haben neben mir. So wird zwar immer viel von Meinungsvielfalt geplärrt im Kapitalismus, aber da, wo tatsächlich einmal Auffassungen vertreten werden, welche versuchen, die bleierne Lügendecke, die auf uns lastet, zu durchstoßen, dann geht sofort die Aggression los. Man müsse das doch vor dem und dem Hintergrund sehen und so weiter, heißt es dann erstmal. Und dann wird versucht, wird versucht, denjenigen, die die Wahrheit sagen, den sozialen und personellen Geltungswert abzuerkennen, indem man sie als geistig minder bemittelt oder voreingenommen oder verhetzt oder sonst etwas darstellt, damit dieser allmächtige Gott des Mainstream-Standpunktes über alles triumphiert und sich die treuen Schäfchen des Kapitalismus bloß nicht vom Wege abbringen lassen. Die Bourgeoisie sagt natürlich nicht in ihren Medien, wir, die Bourgeoisie, verbreiten in unseren Medien eine Ideologie, die zur Aufrechterhaltung dieses kapitalistischen Systems geeignet ist. Eine Gedankenwelt, die euch, um in deinem Gleichnis zu bleiben, liebe Schafe dahin bringt, dass ihr weiterhin geduldig auf die Schlachtbank hinzumarschiert und den lieben guten Hütehund lobt, dass er euch in der Herde hält. Ich habe hier ein schönes Informationsheft der FDJ. Das dürfte so aus dem Jahr 2005 ungefähr stammen. Wir FDJler und das Grundgesetz.
Und da habe ich auf Seite 15 etwas Schönes gefunden, denn man muss ja immer dran denken, wo ein allmächtiger Gott herrscht, wie der Gott der Deutungshoheit der Mainstream-Medien. Und da wird ja immer gesagt, wenn man nicht weiterkommt, wenn man die gegen die böse Stasi hetzt, diese Bösen, die erdreisten sich auch noch, dagegen zu argumentieren. Und da will man letzten Endes sagen, ja, aber wir haben das letzte Wort, denn was wir sagen, das ist wissenschaftlich erwiesen. Und wenn man so einen Alzheimer-Opa wie diesen Fricke oder wie der heißt, Jahrgang 29, da anschleppt, der da als DDR-Experte geführt wird. So, und wo es einen Gott gibt, da gibt es oft auch einen Heiligen Geist, und den hat die Bourgeoisie sich selbst gemacht. Das ist die sogenannte freiheitlich-demokratische Grundordnung, von der im Grundgesetz der BRD immer wieder die Rede ist, wo aber nirgends definiert ist, was genau das bedeutet. Und in dem Heft Wir FDJler und das Grundgesetz, da ist auf Seite 15 zu lesen: Ganz entgegen der Behauptung, das Grundgesetz habe eine demokratische Substanz, lässt sich feststellen, dass seine Struktur eher antidemokratische, ja sogar feudale Züge trägt. Unter Ausnutzung des preußischen Untertanengeistes durch die Herrschenden enthält das Grundgesetz eine sehr starke ideologische Funktion. Ohne diese könnte der Verfassungsschutz keine Akzeptanz in der Bevölkerung haben. Ohne diese wären die Berufsverbote in den 70er Jahren in der Bonner Republik und die Einverleibung der DDR nicht möglich gewesen. Sichtbar wird diese ideologische Funktion am Konstrukt der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, in Klammern FDGO, die man vergebens in den Verfassungen anderer Staaten sucht. Mit der FDGO schuf sich das politische Personal der BRD einen Ableitungszusammenhang, mit dem konstruiert wurde, dass die FDGO eine dem Grundgesetz vorausgesetzte, historisch wirkende, höhere Idee sei, also wie gesagt, der Heilige Geist des Mainstream-Gottes, die im selbigen materielle Gestalt annähme. Der Begriff FDGO ist nirgends definiert, sondern es wird im Grundgesetz des Öfteren auf die Verteidigung oder Gefährdung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verwiesen. Das leistet der Willkür Vorschub. Die FDGO ist eine Staatsreligion, steht hier tatsächlich wörtlich drin. FDGO ist eine Staatsreligion, ähnlich grausam und unberechenbar wird wie der Gott der Protestanten. All das dient zur Einschüchterung, die auch funktioniert. Welche Linken gibt es denn noch, die nicht alle Stunde mindestens einmal und oft ganz ungefragt beteuern, auf dem Boden des Grundgesetzes zu stehen? Denkt doch nur mal an den Ramelow, der extra diesen Roland Jahn, der mal aus der DDR rausgeschafft wurde im Zug, jetzt der Chef dieser sogenannten Stasi-Unterlagenbehörde ist. Nicht der klingelt beim Ministerpräsidenten Ramelow und sagt, hier bitteschön, Herr Ministerpräsident, kriege ich meine Audienz. Nein, nein. Der Ramelow läuft dem hinterher und bettelt darum, bei ihm eine Audienz zu bekommen. Ja. Geht noch achter. Ramelow besucht Pfarrer Eppelmann. Das ist ja einer der allerübelsten Reaktionäre der Konterrevolution. So, ich habe es selbst gesehen und ich hätte fast erbrochen bei dem Video. Ramelow geht vor Eppelmann auf die Knie. Auf die Knie. So wie Willy Brandt 1970 in Warschau vor dem Mann mal der Opfer des Faschismus auf die Knie gegangen ist, wo damals, ich habe das als kleines Kind mitbekommen, der westdeutsche CDU-Pöbel hysterisch eiferte und geiferte von wegen der Brandt, dieser böse Atheist, der wird jetzt auch noch religiös und so weiter. Aber es trifft diesen Heiligen Geist, den du hier... Also er geht nicht gemeinsam mit Eppelmann vorm Altar auf die Knie, weil ja beides Protestanten sind. Da hätte ich ja nichts Böses gegen gesagt. Sondern er kniet vor Eppelmann. Hab mal gehört, dass Ramelow Katholik sein soll, aber ist Protestant. Ist vollkommen egal. Dietmar, lass mich noch ergänzen. Dieser Unterschied zwischen Verfassung und Grundgesetz. Der sogenannte Verfassungsschutz ist ja eigentlich eine Lachnummer, weil die BRD keine Verfassung hat. Der wichtige Unterschied ist hier, eine Verfassung wird vom Volk angenommen, darüber wird abgestimmt. Die Bundesrepublik Deutschland hat in ihrer ganzen Geschichte niemals so eine Abstimmung gemacht, wie es zweimal in der Deutschen Demokratischen Republik gemacht
wurde. Wir haben nämlich eine Verfassung und die 1968, da war ich alt genug, da habe ich gerade meine Lehre begonnen als Elektriker, die habe ich noch sehr bewusst mitgeerlebt und weiß daher, aha, ja, das Volk hat darüber abgestimmt. Ich habe aber niemals und keiner in der BRD darüber abgestimmt, dass wir dieses sogenannte Grundgesetz als das für uns geltende Gesetz haben wollen. Also diese dort drin enthaltenen Gedanken, die letztendlich darauf abzielen, das privatkapitalistische Eigentum als das bestimmende Element, den Heiligen Geist eben dieses Grundgesetzes, dieser scheinbar Verfassung, ne, der soll verteidigt werden. Und bei den Wahlen geht es eben nicht darum, dass eine Gotteslästerung des Heiligen Geistes erfolgt, sondern da soll eben bloß der Priester gewählt werden, der diesen Heiligen Geist die nächsten 4 Jahre predigen soll. Interessant ist dabei auch, dass das Volk natürlich die Fehler des Systems immer deutlicher erkennt. Und da gibt es einen Spruch, der wird, glaube ich, Churchill zugeschrieben, wo man die Fehler eingestellt. Da wird gesagt, Demokratie wäre von den schlechten Systemen das Beste. Und jetzt will ich erstmal erklären, was dieses lobbygesteuerte Mafiasystem, das sich Demokratie schimpft, in Bezug auf den Faschismus ist, der zwangsläufig aus ihm erwächst. So wie eine Made, die man nicht rechtzeitig kaputt tritt, sich irgendwann verpuppt und zur Schmeißfliege wird. Die Schmeißfliege ist der Faschismus und die Made ist das lobbygesteuerte Mafiasystem, das sich Demokratie schimpft. Es ist beides das ein und dasselbe Tier, nur halt im anderen Stadium. So, und wir sehen hier bei dieser Entwicklung auch die Art und Weise, wie zum Beispiel Kirchen und Gewerkschaften damit einsteuern, um den Faschismus aufzubauen. Wir kennen diese Lügen von Kirchen und Gewerkschaften, DGB, wir hätten Fachkräftemangel und wir hätten Rentenprobleme, wenn es da zum Beispiel um Zuwanderung geht. Und ich habe ja in einem der folgenden Videos mal erwähnt, die Japaner hatten zur Jahrtausendwende sogar Fliesenlegerautomaten und im Fokus wird geschrieben, ja, 2/3 aller Berufe, die wird es in 20 Jahren gar nicht mehr geben. Und dann heißt es ja immer schön, ja, wer will denn die Renten der kommenden Generation finanzieren, wenn wir keinen Nachwuchs haben? Wir müssten doch unbedingt Zuwanderung bekommen. Moment, wollen wir aber bei diesem Prozess, den du hier mit diesem Gleichnis nennst, sagen, die ökonomische Grundlage ist natürlich das kapitalistische Produktionsverhältnis. Der Zwang der Bourgeoisie, Profit machen zu müssen. Die Tendenz der kapitalistischen Akkumulation führt unweigerlich dahin, dass eine Zentralisation und Konzentration des Kapitals erfolgt, dass also ein Monopolkapital, ein Finanzkapital entstehen muss, was du in deinem Gleichnis als das Endprodukt dieses Verpuppungsprozesses und Entwicklungsprozesses nennst, und dass natürlich in diesem Prozess es notwendige Begleitung geben muss. Denn bleiben wir in unserem Gleichnis von vorhin, das Schaf muss ja bei Laune gehalten werden. Das Schaf muss ja sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und so weiter. Und daher ist es unabdinglich, dass eben gute Hirten predigen, wie du sie hier in diesen Beispielen nennst. Das Problem bei dieser Rentenlüge ist, die Rente, die muss ja irgendwie erarbeitet werden für die kommenden Generationen in dem Aufbau. Das heißt, um die Rentner mitzufinanzieren, muss ja ein Teil des Mehrwertes dafür auch hergegeben, ein Teil der, wie soll man sagen, der... Warte, dann machen wir ganz kurz. Es ist ja klar, die Klasse des Proletariats arbeitet. In der Bundesrepublik Deutschland sind das 99% der Bevölkerung. Etwa 40, manchmal 43 Millionen sind direkt im Arbeitsprozess.
20 Millionen sind Rentner, sind also aus dem aktiven Arbeitsprozess raus. Die anderen 20 Richtig. Millionen sind eben die Jugendlichen, die Kinder, die sind noch nicht im Arbeitsprozess. So wie ein Proletarier, der gerade seine Arbeit verlassen hat, nach Feierabend nicht die Klasse wechselt, so wechselt natürlich auch der Rentner nicht die Klasse, sondern bleibt Teil des Proletariats. Und bevor der Proletarier, der da irgendeine Arbeit aufnimmt, eben auch Proletarier ist, so sind die Kinder und Jugendlichen auch schon vorher Proletarierinnen und Proletarier. Also wir haben es damit zu tun, dass objektiv real nur das Proletariat arbeitet und sich auch selber reproduziert. Die Bourgeoisie ist ja nicht nur parasitär vorhanden, sondern sie ist ja vor allen Dingen heute da, um diesen gesellschaftlichen Reproduktionsprozess zu erschweren, zu zerstören, indem eben eine große Anzahl von guten Hirten und guten Hütehunden notwendig ist, um die anderen Proletarier in ihrer Schafsnatur zu halten. Na, deshalb muss hin und wieder mal der neue Hütehund gewählt werden und der neue gute Hirte. Jetzt geht aber eine Tendenz nach unten und das ist die Tendenz derer, die in Lohn und Brot stehen. Das heißt, wenn da eine Zuwanderung kommt, um die Rente zu finanzieren, die Tendenz, die geht zwingend nach unten. Das heißt, wir haben zwar immer mehr Rentner, aber trotzdem geht die Tendenz zwingend nach unten, dass es also immer weniger Leute gibt, die in Lohn und Brot stehen. Und dann ist es ja nicht so, dass die Zugewanderten ausgestoßen sind, sondern die Bourgeoisie hat sich da was ganz Perfides ausgedacht. Wir kennen aus der Lingua Quarti Imperii die Ausdrücke Versorgungsmentalität, Vollkaskomentalität. Das heißt, die einheimischen DDR-Bürger, nachdem sich also überall erstmal Abzockerwessis in unsere Chefetagen gesetzt haben nach der Konterrevolution, in Wirtschaft, Politik, Kultur, Bildung, Justiz und Medien, da sitzen ja überall Leute aus den alten Bundesländern, wie das ja immer so schön im Mainstream-Jargon formuliert wird. Das sind ja keine Staaten, sondern sind ja alles Länder. So, ne? Jetzt hat man also ganz oben alles ausgetauscht und jetzt wird ganz unten ausgetauscht. Und das ist es ja, da wurde ja eine CDU-Politikerin, die zwar aus München stammt, aber für Leipzig kandidieren sollte, wurde ja fast gesteinigt, als sie den Nazi-Ausdruck Umvolkung benutzt hat. Man muss sich die Prometheus-Ideologie so vorstellen, also die ist natürlich ideologiefrei, also Kapitalisten-Ideologie ist immer ideologiefrei, nur wenn wir Kommunisten mal was sagen, dann ist das ideologiebelastet. Der Unterschied ist, jeder Mensch hat eine Gedankenwelt, das ist die deutsche Übersetzung für Ideologie. Wir haben ja neulich auf der Straße mit dem Schüler der 12. Klasse, das ist so ein schönes Beispiel, gemeinsam gehabt. Ne? Wir kennen aus der griechischen Sage den Prometheus, der ja den Menschen das Feuer brachte und dafür an den Fels gekettet wurde. Und dann kam immer wieder ein Adler vorbei, um die Leber rauszufressen. Und so ähnlich ist das auch. Die Proletarier der Welt, die sind an die Felsen gekettet. Und die Aasgeier dieser Welt, die Kapitalisten, wird ja alles globalisiert. Die fliegen um die Welt und fressen mal den einen Prometheus an und mal den anderen Prometheus. Ich habe ja in unseren Fake News Videos diesen unrühmlichen Bönnemann erwähnt. Und jetzt kommt aber was Interessantes dazu. Der Hauptverbündete innerhalb des Proletariats der Kapitalisten ist nicht etwa die Oberschicht des Spießerproletariats, was man eigentlich meinen sollte, die Oberlakaien, die Konzernmanager, die ja auch Proletarier sind, auch wenn es hochbezahlte sind. Nein, der Hauptverbündete der Bourgeoisie ist das Lumpenproletariat. Und jetzt ist die Bourgeoisie auf Folgendes gekommen. Jetzt nimmt sie ihr Lumpenproletariat auch weltweit mit. Es holt sich Billiglöhner, die noch aus einer feudalen Gesellschaftsformation kommen. Und die kommen hier hin und dann sagen, da können wir hier unseren Islamismus einführen. Und da sagen die Bourgeoisie, ja, das könnt ihr. Ihr seht ja, ihr bekommt bei uns 3 oder 4-mal höhere Löhne als in euren arabischen Herkunftsländern, auch wenn ihr bloß Mindestlohn bekommt. Da könnt ihr auch euren Islam anführen. Und guckt aber, da gibt es noch alte einheimische Proletarier. Da müsst ihr mal gucken, wer die auf Seite drängt. Und wenn ihr dann unsere guten Kapitalistenknechte seid, da könnt ihr hier in Wohlstand leben. Und aber immer dran denken, die einheimischen Proletarier mit ihrer Versorgungsmentalität und ihrer Vollkaskomentalität, die machen unseren Wohlstand kaputt, weil sie immer den Hals nicht vollkriegen. Macht die kaputt, drängt sie auf Seite und behandelt sie wie den letzten Dreck und sagen, Lumpenproletarier, jawohl, das machen wir. Lieber Kapitalist, das Kropfzeug, das schaffen wir euch beiseite. Es ist so,
dass die Klasse der Bourgeoisie das, wie du sagst, sich ausgedacht hat. Der tiefere Hintergrund ist aber, dass die Klasse der Bourgeoisie in Wirklichkeit widerstandsloser und willenloser Vollstrecker der ökonomischen Gesetze ist. Das heißt, die Bourgeoisie findet dann in dem Prozess eben genau das, was momentan gemacht werden muss zur Aufrechterhaltung des Systems, zum Lumpenproletariat, das sie dann als ökonomische Wirkung finden muss und auch findet. Das Problem gehört dem Kapitalismus schon immer an und deshalb steht im Manifest der Kommunistischen Partei schon sehr richtig und als Warnung für heute auch drin, das Lumpenproletariat, diese passive Verfaulung der untersten Schichten der alten Gesellschaft wird durch eine proletarische Revolution stellenweise in die Bewegung hineingeschleudert. Seiner ganzen Lebenslage nach wird es bereitwilliger sein, sich zu reaktionären Umtrieben erkaufen zu lassen. Das ist das, was hier passiert. Wie ich schon mal in den Fake News Videos erwähnt habe, Dresden hat zur Bundestagswahl zwei Wahlkreise. Da gibt es den kompakten inneren Teil und da gibt es den äußeren Teil von Dresden, wozu die Neustadt gehört, Dresden West, wo wir hier gerade sitzen. Wir sind da direkt an der Wahlkreisgrenze. Und in diesem zweiten Wahlkreis, der Direktkandidat, in beiden kommt natürlich nur die CDU in Frage, weder die Linke noch die AfD haben eine Chance, einen Direktkandidaten abzuschießen. Von Dresden Zentrum ist der CDU-Politiker Lemmel und hier Dresden Außen, Dresden 2, das ist ein gewisser Arnold Fatz, der ein notorischer Russenhasser, den ich ja mal als solchen erwähnt habe. Und dieser Fatz, der sagt ja immer, ja, warum kracht ihr euch AfD und Linke, ihr seid euch doch so ähnlich, ihr seid doch die beiden besonders russenfreundlichen Parteien. Und ich habe hier ein Pamphlet der Linken gefunden, stoppt die AfD, Linke Antworten auf die Gefahr von rechts. So sieht das Ding aus. Und da schreibt die Linke zum Beispiel, die AfD behauptet, der gesamte Flüchtlingsstrom nach Europa bleibt jetzt in Deutschland. Unsere Bevölkerung ist das nicht zuzumuten. Und da schreibt die immer, wahr ist dazu. Auszugsweise bringe ich das nur. Die meisten Flüchtlinge fliehen innerhalb des Landes oder in den Nachbarstaaten. Sie fliehen dorthin, wo sie Familie und Freunde haben, wo die Sprache sprechen und so weiter. Zu behaupten, alle Flüchtlinge strömten nach Deutschland, hat mit der Realität nichts zu tun und dient lediglich dem Schüren von Ängsten. Im Jahr 2015 kamen 900.000 Flüchtlinge nach Deutschland von den 1,2 Millionen, die nach Europa kamen. Wollen wir beide wenigstens richtigerweise... Migranten. Moment. Bundesrepublik Deutschland sagen. Richtig. Denn dieser reaktionäre Begriff Deutschland, da sind sich ja alle bürgerlichen Parteien einig, dass sie immer so tun, als gäbe es ein Land, ne, wo Deutsche leben. Denn wir wissen ja, dass die Bundesrepublik Deutschland von Anfang an und mit zunehmender Tendenz ein Staat ist, der Bourgeoisie, zur Unterdrückung des Proletariats, in dem die Nationalität zu einem großen Teil deutsch ist, aber auch es immer heute zum Beispiel 4,5 Millionen Türken gibt, 2 Millionen Polen, dazu Griechen, Spanier, Russen und so weiter. Noch ein zweites Zitat hier raus. Also wir reden von der Bundesrepublik Deutschland. Noch ein zweites Zitat, da geht es darum, dass die finanziellen Mittel aufgrund der massenhaften Aufnahme von Asylbewerbern fehlen. Als ich in ein Eurojobs erstmal gesteckt wurde, da hieß es, wir haben kein Geld dafür, richtige Leute, um den Lack von alten Fenstern abzukratzen, zu finanzieren. Wir haben kein Geld für Maschinen. Nehmt euch einen Handschaber und dann könnt ihr da schuften. Da könnt ihr mit dem Handschaber den Lack abkratzen. Da seid ihr eine Woche beschäftigt, obwohl das mit einer Flex in 5 Minuten gemacht wäre. Also Vernichtung durch Arbeit. Es muss noch nicht mal was Produktives rauskommen, weil überall die Mittel fehlen. Und jetzt heißt es plötzlich, genügend Geld wäre da und die Linke schreibt, ein reiches Land wie Deutschland wäre in der Lage, auch wesentlich mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Geld für ein menschenwürdiges Leben für alle ist da. Wenn ich
tags und nachts sehe in der Straßenbahn, 70% Araber, ist natürlich alles nur postfaktisch. Wir leiden ja alle unter Wahrnehmungsstörungen und Sinnestäuschung. Und wenn ich nachts in der Neustadt unterwegs bin, den Nicht-Dresdner, muss ich das erklären, was in anderen Städten die Altstadt ist. Das ist in Dresden die Neustadt, da sind diese ganzen Szeneknappen und so weiter und so fort. Es gibt kaum noch einen Hauseingang, in dem nicht alle halbe Stunde irgendein Araber seine Notdurft verrichtet in der Neustadt. So. Ja, Moment, jetzt wollen wir natürlich nicht... Nicht rassistisch, sondern ja, vorgehen, ja. Sondern... Also, das Proletariat, es geht um das Proletariat. Die Klasse des Proletariats, da gibt es unterschiedliche Nationalitäten, und die Klasse der Bourgeoisie beutet das Proletariat aus. Die Klasse der Bourgeoisie, das meinte ich vorhin mit dieser ökonomischen Tendenz, ne? Erkennt natürlich, wenn wir hier Proletarier aus anderen Ausbeutungsgebieten in dieses Ausbeutungsgebiet bringen, dann können die auf dem Arbeitsmarkt ihre wahre Arbeitskraft aus sehr vielen Gründen nicht zu dem Tauschwert verkaufen, vor allen Dingen auch aus ökonomischen, wie die hier bisher ausgebeuteten Proletarierinnen und Proletarier. Und deshalb ist die Klasse der Bourgeoisie sehr geneigt, sich diesen Teil des Proletariats herzuholen. Das dient natürlich auch dazu, dass hier im Ausbeutungsprozess befindliche Proletariat aufzubringen gegen die neuen Konkurrenten. Richtig, ne? Richtig. Genau, und die linkische Linke ist ja mit eine treibende Kraft an den Marionettenschnüren der besitzenden Klasse, um diesen Prozess zu beschleunigen, um das einheimische Proletariat in ein Eurojobs und diese ganze, die Linke schreibt nirgendwo, dass sie gegen ein Eurojobs ja, wäre. Weißt du, mein Lieber, das ist auch der Punkt, der mich gestern nochmal umgetrieben hat. Ich sagte dir ja, dass ich gestern im Arbeitsamt war mit einem Freund, aber ich habe mir, weil der Termin eigentlich erst, ich bin als Begleiter eines Freundes da gewesen, der war erst um 9, aber ich habe absichtlich mich schon um 7:30 vor das Arbeitsamt, also Jobcenter, ne? Ja, ja. Gibt ja noch für die Experten da einen Unterschied, ne? Jobcenter hier in Dresden auf der Budapester Straße gestellt. Und habe mir angeguckt, welche Leute da kommen. Und da war natürlich klar, dass ein Drittel Proletarier sind, die hier in diesen Programmen als sogenannte Flüchtlinge gelten. Ja. Ne? Denn wo sollen sie natürlich hingehen, um ihre wahre Arbeitskraft irgendwo auf dem Arbeitsmarkt loszuschlagen? Das ist ja klar, die erste Adresse ist das Arbeitsamt. Und dann bin ich durch die Gänge gegangen und habe mir auch die Gespräche angehört, nicht nur der Leute, die da vorher standen, sondern auch die Gespräche der zumeist Frauen, ich habe keinen Mann gesehen, ne? Die da auf den Gängen waren, die also Proletarierinnen, die dort im Arbeitsamt ihre Lohnarbeit verrichten. Ne? Und diese Gespräche waren natürlich so, dass klar ist als Fazit, hier wird das Proletariat wechselseitig aufeinander gehetzt. Und die Klasse der Bourgeoisie, ich habe das bloß als ein Beispiel mitgebracht, hat da, ich weiß nicht, was die da gedruckt haben, alles Hochglanzbroschüren. Teilweise auf Arabisch habe ich gerade gesehen. Ja. Nur Arabisch kann ich nicht lesen. Ich hatte mal... Also in allen Sprachen auch. Ich gelte ja zwar immer den Arabern feindlich gesagt. Warte, ich will nur das kurz machen und sagen, also der Aufwand, diesen Teil des Proletariats, die sogenannten Flüchtlinge, im Produktionsprozess irgendwie zu integrieren, der ist schon ganz offensichtlich und massiv. Man könnte, wo es jetzt um die Araber geht, ich hatte da mal allerdings nur in einer Vertretungsstunde einen Lehrer, der stammte aus Marokko, in der Bonner Republik war das, ist schon etwa fast 40 Jahre her. Da habe ich mal versucht, mir so ein bisschen von ihm das arabische Alphabet beibringen zu lassen, aber das hat nicht so ganz geklappt. Also es gibt auch verschiedene Araber, die ich in positiver Erinnerung habe, auch meinen langjährigen Hausarzt Dr. Mohit Shahoud, der stammte sogar aus Aleppo in Syrien und war
ein syrischer Christ, der ist vor 21 Jahren verstorben. Bring zum Beispiel mal hier... So ist ja natürlich klar, wir sind mit unseren Klassenbrüdern solidarisch, müssen natürlich auch die Schichtungen des Proletariats sehen. Leider, wenn ich auf der Straße stehe, ich bemühe mich immer darum, ne? Leider ist es so, dass viele Proletarierinnen und Proletarier hier in dieses Ausbeutungsgebiet des Kapitalismus kommen und mit einer Gedankenwelt, mit einer Ideologie kommen, die sehr zuträglich ist dem Ausbeutungsprozess. Was ich dann sehe, dass sie sich ihre New York-Mützen auf den Kopf setzen, ihre USA-Fahnen und USA-Fahnen auf Zeichen auf den T-Shirts und der Kleidung tragen und an zweiter Stelle kommt dann die britische Fahne. Also jetzt können wir mal würfeln, ob der Totenkopf in der USA-Fahne ist oder in der britischen Fahne, denn der Totenkopf, das Zeichen dieser untergehenden Gesellschaft, gehört auch irgendwie zum Attribut der heutigen Proletarier, die sich unterordnen wollen. Der Totenschädel einer Ziege ist auf dem Dollarschein irgendwo drauf. Müsste ich nochmal gucken. Ja, wollen wir diese Wahlprogramme etwas genauer mal angucken? Denn sie sagen ja eben nicht, wählt uns, denn wir führen die Geschäfte der Bourgeoisie im Sinne der Bourgeoisie, sondern sie sagen ja das Gegenteil. Sie erwecken ja den Eindruck, wählt uns, Deutsche, ne? Dann vertreten wir eure Interessen. Ich greife mal auf, wo ich aus dem Vorentwurf eines Wahlprogrammes... Also etwas, das ist jetzt AfD oder was? AfD und Linke, Integration und Asyl, da habe ich gebündelt, was aus dem Netz gefischt. Und ich habe einfach mal die wichtigsten Ausdrücke da umrandet. AfD sagt bei Integration und Asyl Grenzschließung... Flüchtlinge sollen in erster Linie Zuflucht außerhalb der EU finden, gegen den Familiennachzug, weil es ist natürlich klar, die AfD vertritt mehr die kleine Bourgeoisie und sogenannten Mittelstand und denen sind ja die Leute eher im Wege, genau wie diese ganzen Russland-Boykotte, die machen ja der kleinen Bourgeoisie die Geschäfte kaputt, wohingegen die Groß- und Finanzbourgeois, über die Karl Marx sagte, es ist ein auf den Höhen der bürgerlichen Gesellschaft wiedergeborenes Lumpenproletariat. Die haben diesen Viererblock, das faschistische Kriegsbrandstifterquartett von CDU, SPD, FDP und Grünen auf ihrer Seite. Und da geht es natürlich aggressiv gegen Russland. Was sagt die Linke? Die sagt also voll in Anklang mit der großen Finanzbourgeoisie. Linke fordert sichere Fluchtwege ein. Bleiberecht für alle. Also wir versinken hier im Lumpenproletariat, im transkontinentalen Lumpenproletariat, wir werden nie wieder Herr. Uns passiert genau das, was im sogenannten Kosovo passiert ist. Das heißt, die sind irgendwann in der Mehrheit, werden dann das Kalifat Saxonistan ausrufen und dann kommen die Briten und Amis und schmeißen dann Bomben, so wie sie Belgrad bombardiert haben, so schmeißen sie dann bei uns auf Berlin oder Dresden wieder. Dresden haben sie ja schon mal bombardiert, da müssten sie ja die alten Pläne noch in der Schublade haben, um dann das Kalifat Saxonistan aus Deutschland rauszureißen, so wollen wie man... Wollen wir hier richtiger sagen, Bundesrepublik Deutschland... Genau, aus der Bundesrepublik Deutschland rauszureißen. Uns liegt ja daran, deutlich zu machen, dass es also diese Nationalität in Wirklichkeit nicht gibt, dass es sehr wohl aber den Staat, der nicht mal eine Verfassung hat, Bundesrepublik Deutschland gibt. Und er ist das Machtinstrument zur Bourgeoisie, zur Ausbeutung des Proletariats. Deshalb passiert es uns, wir sind nicht frei davon, dass wir eben auch mal Deutschland sagen. Aber es geht darum, deutlich zu machen. Lange Rede, kurz. Der Staat, ne? Ja. Langer Rede, kurzer Sinn, die Migrantenflut, und ich sage extra Migranten, denn die allerwenigsten von denen sind wirklich Flüchtlinge, sind in ihrer Heimat an Leib und Leben bedroht. Und in Syrien und Irak, da gibt es ja große Gebiete, die wieder aufgebaut werden müssen. Wir kennen das ja aus dem alten slowenischen Partisanenlied, das unbestellte Feld wartet, das niedergebrannte Haus wartet. Es gibt... Pläne zum Aufbau von den Wurzeln an.
Eta varichi senatelosi novsvetignimo isruche wie eine neue Welt steigt aus den Trümmern. Chakapolienas, Chakadomposchkan, Chakadelonas Otkorenin. Also so ähnlich. Ein altes slowenisches Partisanenlied aus der Zeit, wo die letzten Nazis gerade aus dem Land vertrieben worden sind. Und also hier die Linke natürlich im Interesse der Bourgeoisie. Deutschland ist längst ein Einwanderungsland und Abschiebestopp. Und jetzt habe ich im alten Goethe geblättert und habe da was Wunderschönes gefunden. Da kommt ja auch Familienzusammenführung, da kommt ja noch der Familiennachzug. Das heißt, für jeden jungen Araber, der hier bei uns die Grenzen durchbrochen hat und gewaltsam reinkommt, kommt dann noch Eltern und Cousins und Cousinen. Also so viel Verwandte werde ich zwar auch haben, aber ich kenne sie noch nicht mal persönlich. Auch meine jüngste Cousine, die nach 2000 wohl zur Welt kam, kenne ich nicht. Aber ein Araber zum Beispiel, nur als Beispiel, der kennt ja 1000 Verwandte. Und bei Goethe, da habe ich gefunden, zu Familienzusammenführungen und zu Schleppern. Er schreibt über den Schlepper Folgendes. Seht, er fährt zum Ufer wieder und erholt noch die Verwandten und mit Blitzesschnelle wieder packt er den Kahn voll Asylanten. Über 1000 Male wie Europa schwillt, weil des Schleppers Schale er mit Migranten füllt. Stehe, stehe, denn wir haben deiner Gaben wohl gemessen. Ach, ich merk es, wehe, wehe, die Merkel hat das Wort vergessen. Ach, das Wort, worauf am Ende er das wird, was er gewesen. Ach, er tuckert, bringt behende Eritreer, Kurden, Libanesen. Immer Richtung Norden bringt er sie herein, ach, und 100 Horden stürzen auf uns ein. Nein, nicht länger kann ich's lassen, will ihn fassen, das ist Tücke. Ach, nun wird mir immer bänger, welche Mienen, welche Blicke. O du Ausgeburt der Hölle, soll das ganze Land ersaufen? Sehe ich über jede Schwelle doch schon Flüchtlingsströme laufen? Ein verruchter Schlepper, der nicht hören will, hinterhält Ganepper. Steh doch wieder still, willst am Ende gar nicht lassen, will dich fassen, will dich halten und des Kahnes Holz behende mit dem scharfen Beile spalten. Seht, da kommt er schleppend wieder, wie ich mich nun auf dich werfe, gleich, o Kobold, liegst du nieder, krachend trifft die glatte Schärfe, wahrlich brav getroffen. Kracht der Kahn entzwei und nun kann ich hoffen und ich atme frei. Wehe, wehe, beide Teile stehen in Eile schon als Knechte, Fabrik neu gleich zwei neue Kähne. Helft mir, ach, ihr hohen Mächte. Seht sie laufen, reißen zornig jede Grenze nieder. O Frau Merkel, wir ersaufen. O Herr Schulz, die Flut kommt wieder. Ach, da kommt der Meister. Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los. Aufs Altenteil geschoben die Frau Merkel sei, und von den Ganoven wird Europa frei. Denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke erst hervor der alte Meister. So viel zu Goethe über die Flut. Und hier wollen wir natürlich die Lösung des Problems auch nennen. Die Lösung des Problems besteht darin, dass wir die kapitalistischen Produktionsverhältnisse abschaffen und abschaffen werden und abschaffen müssen, die Ursachen für diese Konfrontation der Bourgeoisie untereinander und des Proletariats untereinander sind. Wir müssen das gesellschaftliche Eigentum an den gesellschaftlichen Produktionsmitteln herstellen, damit wir weltweit den Krieg beenden, die Not beenden, den Kapitalismus beenden, der die Ursache auch dieses sogenannten Schlepperproblems ist. Ne? Denn es ist ja nichts anderes als die Wirkung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse in ihrer Sterbephase. Ja. Und wir bekennen uns dazu, Totengräber dieses Systems zu sein. Das ist unsere von der Geschichte objektiv gegebene Aufgabe, die Diktatur des Proletariats herzustellen. Heißt nämlich, die richtige, die Volksdemokratie herstellen. Und bei der Bundestagswahl wird ja eine Scheindemokratie gewählt. Denn diese Demokratie ist die Diktatur des die Diktatur der Bourgeoisie über das Proletariat. Absolut immer ist die Demokratie die Diktatur
einer Klasse über die andere in der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig diese Demokratie eine bürgerliche, eine Bourgeois-Demokratie. Die Herrschaft der Bourgeoisie über das Proletariat. Und bei der Bundestagswahl, ne, Kernpunkte für Deutschland. Das schreibt die AfD, da komme ich noch drauf zurück. Geht es eben nur darum, Geschäftsführer dieses schmutzigen, sterbenden Geschäfts, eben auch ein Geschäft mit Schleppern, mit Menschen zu bestimmen. Das Thema Verwahrlosung muss noch angesprochen werden, denn in der Bonner Republik, in der ich aufwachsen musste, da war man ja ähnlich wie in der DDR, denn die DDR war ja immer eine scharfe Konkurrenz gewesen, bemüht, Verwahrlosung zu beseitigen. Erst als man dieses überdimensionale Vierte Reich hatte, das ebenfalls sich Bundesrepublik Deutschland nennt, da hat man das Umgekehrte gemacht, da hat man Verwahrlosung absichtlich geschaffen mit Hartz IV und den Sanktionen, wo man die Leute absichtlich in die Verwahrlosung drängt, also denen erst die Lebensgrundlage entzieht. Ich meine, zu DDR-Zeiten, da hat man ja Asoziale, die arbeitsscheu waren, ins Gefängnis gesteckt. Bei uns gibt es heute nicht Gefängnis für die Arbeitsscheuen, sondern Todesstrafe auf Raten. Das heißt, erst werden 30% von Hartz IV entzogen, obwohl man mit Hartz IV sowieso nicht klarkommt, auch nicht, wenn man 100% hat. Dann wird auch die Mietzahlung eingestellt, dass die Leute in Obdachlosigkeit landen und dort verrecken. Das heißt, das geht ganz ohne Zyklon B, werden die sogenannten Sozialschmarotzer mit ihrer Versorgungsmentalität, mit ihrer Vollkaskomentalität euthanasiert. Denn was uns als Bürgerrechte verkauft wird vom BRD-Regime, das sind ja Narrenfreiheiten wie Demonstrationsrecht und freie Medien und so weiter. Damit wird zugegleistert, dass das BRD-Regime uns die echten Bürgerrechte geraubt hat. Recht auf Wohnung, Recht auf Arbeit im volkseigenen Betrieb, Recht auf kostenlose medizinische Versorgung, Recht auf kostenlose Bildung. Das sind ja die echten Bürgerrechte und die durften ergänzen. Ja nicht länger gelten. Recht auf Leben. Denn es ist ja nicht bloß so, dass wir einfach mal arbeiten gehen. Es ist doch auch wichtig, dass wir wissen, was wir arbeiten. Es ist doch nicht gleichgültig, ob wir Panzer für die Bundeswehr herstellen oder U-Boote oder Raketen oder ob wir Polizisten in der Bundesrepublik Deutschland sind. Die Arbeit ist doch eine Arbeit. Entweder Lohnarbeit für die Kapitalisten oder gesellschaftlich nützliche Tätigkeit für die Gesellschaft. Deshalb wollen wir diese Sprüche in den Parteiprogrammen und in den Wahlprogrammen, na, wir schaffen euch Arbeitsplätze, mal genauer ansehen. Was für Arbeitsplätze werden denn hier geschaffen? Werden da vielleicht mehr Leute eingestellt, die dann Richter sind, um mehr Urteile zu fällen oder sonst etwas, ne? Das nennt die linkische Linke ja sogar öffentlich geförderter Beschäftigungssektor, nicht öffentlicher Beschäftigungssektor, wo ich gerne arbeiten würde. Ich würde ja nach 23 Jahren Arbeitslosigkeit, nachdem ich bei der Telekom meine Lehre mit guten Leistungen abgeschlossen habe, würde ich ja gerne wieder bei der Telekom oder auch in einem anderen Staatsbetrieb arbeiten. Nein, es gibt einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor. Das heißt, irgendein privater Lohnsklavenhalter wird dann halt mit Staatsgeldern beschenkt, damit er die gesellschaftlich Ausgegrenzten mit einer völlig sinnlosen Beschäftigungstherapie pestet. Ja, Hauptsache, sie haben Arbeit. Ich bringe die Leute ja immer gerne zum Nachdenken und mache immer deutlich, dass das, was die linkische Linke will, genau das Gegenteil ist von dem, was wir in der DDR hatten. Ich habe, und da aufgepasst, es hört sich so an, als wäre es der AfD am nächsten, näher als der Linken, und von der Linken werde ich angebellt. Ich habe mal mit einem AfD-Politiker gesprochen, ist das rechts oder links? Hat er gesagt, naja, das kann ich nicht so richtig sagen, zumindest wäre es vernünftig, meinte er. Ich habe auf meiner Tasche, wo ich da die Reklame für die Pharmaindustrie mit überklebt habe, habe ich da geschrieben, sichere Grenzen, Überwachung gegen Kriminelle, ein Paragraph gegen Asoziale. Hatten wir vor 30 Jahren, brauchen wir schnellstens wieder. Offene Grenzen sind wie eine ausgehängte Wohnungstür. Entweder wir gehen wählen oder wir gehen unter.
Ja, und das waren diejenigen, die sich links nennen, die haben da am lautesten gegen rebelliert. Da ist es auch ein Aufkleber dabei, sie bringen uns den Terror über diese ganzen Bourgeois-Parteien, anschließend der linkischen Linke. Das klebte hin und wieder mal auf dem Laternenmast, wurde immer wieder abgerissen. Irgendwann fand ich das dann wieder abgerissen, aber unbeschädigt, nur die Kleber war weg. Habe ich gesagt, ja, dann nehme ich mir den Aufkleber mit und kleben bei mir auf die Tasche drauf. Mögen die Leute, die das lesen, auch dann die Frage stellen, wer ist denn eigentlich der Haustür? Wer ist denn der Chef des Hauses? Wessen Haustür wird denn dann nun verschlossen oder aufgemacht? Sind wir denn hier Herr in dem Hause, in diesem Staat Bundesrepublik Deutschland? Natürlich nicht. Wir sind doch bestenfalls die Mieter. Ja. Interessant ist, wenn man so die Programme zum Beispiel der AfD liest, das ist etwas, da kann eigentlich jeder Bürger weitgehend zustimmen. Demokratie und Grundwerte, Volksabstimmung nach Schweizer Vorbild und Begrenzung staatlicher Parteienfinanzierung. Nach Schweizer Vorbild. Als wenn dieser kapitalistische Staat, der Staat der Finanzoligarchie schlechthin, der Banktresor des Kapitalismus nun das Vorbild ist für das Proletariat. Davon bekommt der Proletarier nichts mit, wenn ich kenne die Schweiz relativ gut. Also in dem Land habe ich eigentlich nie irgendetwas Negatives sehen können. Dieser ganze Bourgeois- und Finanzdreck, den sieht man auf der Straße nicht. Ja, die Klasse ist ja gut versteckt. Die Klasse der Bourgeoisie bezahlt doch ihre Lohnarbeiter unterschiedlich. Der Butler am Hofe des Herrn, ne, der muss doch bestochen werden. So wie der Verwalter der Milliarden, der muss doch bestochen werden, damit er eben nicht den Banktresor für sich ausräumt. Alles ganz logisch, ein Verhalten, das die Bourgeoisie studiert hat und sich danach richtet. Ich will noch was rauspicken. AfD schreibt, besseres Verhältnis zu Russland, Stärkung der OSZE. Kann man nichts gegen haben, aber hier kommt's. Wehrpflicht wieder einsetzen, Bundeswehr stärken. So, was bedeutet Wehrpflicht wieder einsetzen? Ist ja eigentlich ein Widerspruch. Es gibt ein schönes Arbeiterkampflied, wer schafft das Gold zutage? Da heißt es in der dritten oder vierten Strophe, wer war von je geknechtet von der Tyrannen Brut, wer musste für sie kämpfen und opfern oft sein Blut? O Volk, erkenn, dass du es bist, das immer zu betrogen ist. So, das heißt, Teile der, die AfD hat zwar jetzt Mindestlohn drin, aber zum Beispiel der Vorsitzende der Jugendorganisation, der selbe Jahrgang wie unser Markus, selber Vorname, aber so fast der entgegengesetzte Charakter, dieser Frohnmeier, der hat gesagt, ja, Mindestlohn war ich gegen, Abschaffung der Wehrpflicht war ich gegen und so weiter, aber den hat man jetzt etwas zurückgedrängt, weil seine Position für die AfD nicht ganz so gut verkäuflich sind. Aber wenn man hier den Flyer liest, Arbeitsmarkt und Sozialpolitik, das ist da ein bisschen schlecht mit diesen, das ist mehr so Familienzeug, ja, Kindererziehungszeiten und so weiter. Zu diesem Widerspruch, der da ja, das ist ja ein logischer Widerspruch, ne? Einerseits wollen sie Frieden mit Russland, ne? So fasse ich es jetzt gekürzt. Hier steht sogar keine Privatisierung gegen den Willen der Bürger. Was gibt's Schöneres? Also, Ja. Es muss nicht zwingend schlecht sein, nur weil die Partei als rechts gilt. Ja. Ich will nur sagen, so steckt dieses Programm ja voller logischer Widersprüche. Aber wenn es dann ernst wird, dann sehen wir doch, wo steht denn die NATO? Sie ist doch an der Grenze zu Russland. Und wenn dann hier richtig in deren Wahlprogramm steht, dass die Bundeswehr gestärkt wird, dann ist natürlich klar, dass es natürlich gegen Russland geht. Es geht auch nicht gegen Dänemark und so weiter, ne? Und nicht gegen die Schweiz. Was ich in einem unserer vorigen Videos mal gesagt habe, das ist, dass die Sache mit den Tätern und den Opfern, es heißt ja immer Gewinner der Einheit, Verlierer der Einheit, als ob wir unsere DDR im Spielcasino verprasst hätten, wo es Gewinner und Verlierer gibt. So, Täter und Opfer sind andere, das heißt diejenigen, die zu DDR-Zeiten kriminell waren,
waren sie die Stasi-Opfer und diejenigen, die für Recht und Ordnung gesorgt haben als Polizeikräfte, die gelten im BRD-Sprech als Täter. So, das heißt, Hochwasseropfer sind dementsprechend Verlierer des Klimawandels, wenn man es in der Lingua Quarta Imperii formuliert. Jetzt war vorgestern der 13. August, der 56. Jahrestag der Grenzsicherung, logischerweise wieder auf dem Sonntag, denn 56 ist sowohl durch 4 als auch durch 7 teilbar. Ja. So, Mauer und jetzt hat irgend so eine Tusse von der CDU gesagt, die Mauer ist das Symbol der Gnadenlosigkeit des SED-Regimes. Soll man nicht stattdessen sagen, Hartz IV ist das Symbol der Gnadenlosigkeit des BRD-Regimes? Wo gab es denn mehr Tote? An der Berliner Mauer oder von den ins Elend getriebenen Hartz IV-Opfern? Sollten wir nicht mal im Innenhof des sogenannten Jobcenters da eine Gedenkstätte einrichten, wo wir die Grenze niederlegen für die ganzen Leute, die nach der Konterrevolution Selbstmord begingen, weil ihnen Rückgabe vor Entschädigung, die Wohnung von Abzockerwessis entrissen wurde und sie dann auf der Parkbank übernachtet haben und Arbeit hatten sie auch keine mehr und die dann in den Fluss gesprungen sind. Sind diese Leute nicht viel eher zu betrauern als diejenigen, die aus Jux und Dollerei, die ja genau wussten, Grenze ist Militärobjekt, auf Militärobjekten wird geschossen, da unbedingt hin mussten? Oder, und da darf man das natürlich auch sagen, diejenigen, die bei der Überfahrt nach Europa ihr Leben riskieren, obwohl sie genau wissen, die Nussschalen sind lebensgefährlich, die spielen, so zynisch es ist, aber man muss es ehrlich den Leuten sagen, die spielen absichtlich russisches Roulette, die sagen, lieber verrecken, als weiterhin im Elend leben, da wo die... wo wir Bevölkerungsexplosion haben und sich das Lumpenproletariat vermehrt, da greife ich lieber mal, den haben wir ja auf der ganzen Welt, da greife ich lieber nach dem Strohhalm, um in den wohlhabenderen, entwickelten kapitalistischen Ländern mir als Billiglöhner, als Kapitalistenknecht einen Job zu suchen, da gehe ich doch mal lieber das Risiko ein, auch wenn es 90% ist zu ersaufen, lieber 90% Risiko ersaufen und 10% Möglichkeit durchzukommen, als weiterhin im totalen lumpenproletarischen Elend in Afrika, im Nahen Osten dahin zu vegetieren. Es ist ja das Produkt ihrer eigenen Erziehung, was da kommt. Ne? Denn natürlich möchte der im Elend Lebende auch lieber dann mal der Butler beim Herrn sein und wenn der Herr in Urlaub fährt, seine Villa für 4 Wochen verwalten. Also, dieses Produkt hat die Klasse der Bourgeoisie herangezogen. Wie wir es schon gesagt haben, das Lumpenproletariat ist ihre wichtigste Stütze heute, aber auch ihr ureigenstes Produkt. Und muss es sein, denn der Gegenpol ist ja das revolutionäre Proletariat. Der Teil des Proletariats, der bemerkt hat, wir müssen die kapitalistischen Produktionsverhältnisse abschaffen, damit dieses kapitalistische Produktionsverhalten beendet wird. Wir müssen gesellschaftliches Eigentum herstellen, damit wir den Inhalt der Produktion bestimmen können, damit wir der Herr in dem Hause sind, was wir ja nicht bloß bewohnen, sondern was wir auch bebaut haben, was wir bewachen, was wir in Wirklichkeit ja reproduzieren. Interessant ist beim Thema Gewinner und Verlierer bei diesem Jargon, dass jetzt ausgerechnet Kritik von vermeintlich rechts kommt, also ein Autor, der als rechts gilt, der hat in der Kompaktausgabe vom Juli 17 das geschrieben, was wir im Video schon vor 3-4 Jahren gemacht haben. Da ging es um BRD-Sprech, Globalisierungsverlierer. Und da schrieb er, wer aber gegen das ihm zugedachte Schicksal aufbegehrt, ist nicht etwa ein Globalisierungsopfer, schon gar kein Globalisierungsgegner, mit welchem Terminus in der Regel Attack-Aktivisten und andere Gutmenschen geadelt werden, die in Wahrheit das Gegenteil sind, sondern schlicht ein Verlierer mit Nebenbedeutungen wie Versager und gescheiterte Existenz. Und dies nicht obwohl, sondern gerade weil er kämpft, also noch gar nicht verloren hat. Noch in dieser Diffamierung spiegelt sich die Furcht der Oberen vor den Unteren, die durch einen Akt der psychologischen Kriegsführung, ihr habt ja schon verloren, entwaffnet,
werden sollen, obwohl diese Entwaffnung gar nicht nötig wäre, wenn es tatsächlich so wäre, dass die schon verloren hätten. Also der kleine Hartlager ist ja im Gegensatz zu mir ein Akademiker. Er hat also, auch wenn er nach mir kam, 3 oder 4 Jahre nach mir, er hat es allerdings auf akademischem Niveau, und da muss ich auch ohne Neid sagen, obwohl der Mann als Rechts gilt, er hat es besser auf den Punkt gebracht als ich. Aber er hat mich kopiert. Wir kennen ja seine Absicht, die dahinter steht. Wollen wir deshalb noch mal ganz deutlich die ökonomische Grundlage benennen. Unser Manifest der Kommunistischen Partei, das sollte eigentlich anstelle des Wahlprogramms gelesen werden. Immer wieder. Die Herrschaft der Bourgeoisklasse ist die Anhäufung des Reichtums in den Händen von Privaten. Die Bildung und Vermehrung des Kapitals. Ach, was könnten wir hier schon unterstreichen? Ich sag, wiederhole einfach nochmal den Satz. Die wesentliche Bedingung für die Existenz und für die Herrschaft der Bourgeoisklasse ist die Anhäufung des Reichtums in den Händen von Privaten, die Bildung und Vermehrung des Kapitals. Die Bedingung des Kapitals ist die Lohnarbeit. Die Bedingung des Kapitals ist die Lohnarbeit. Der Mehrwert, der muss ja erzeugt werden, ist ja logisch. Die Lohnarbeit beruht ausschließlich auf der Konkurrenz der Arbeiter unter sich. Die Lohnarbeit beruht ausschließlich auf der Konkurrenz der Arbeiter unter sich. Also das ist doch klar, dass die Klasse der Bourgeoisie dann den Zwiespalt, der da ist, nicht beseitigt, sondern ihn sogar noch schüren muss, da sie ja dadurch ihre Existenz sichert, ne? dass sie also ein Schauspiel aufführt, es heißt Wahl zum Deutschen Bundestag. Meine Worte, hey. Proletariat, ne? Deutsche oder sonst was. Ne? Also, wählt bitte aus, wen ihr für euch als gut ansieht. Na, das ist ja ein Schauspiel, was da vorgeführt wird. Ich wollte zum Schluss noch ein bisschen auf Nazi-Ideologie eingehen, Umvolkungspolitik. Den Kapitalisten ist es egal, um welche Rasse und Nation es sich handelt. Hauptsache, sie können die Proletarier ausbeuten. Genau, genau. So, und deshalb wollte ich da drauf noch zu sprechen bekommen. Ich weiß ja seit dem sogenannten Kosovo-Krieg, dass die NSDAP des beginnenden 21. Jahrhunderts rot-grün gestrichen ist. Das heißt, der gleiche Topf, in dem die braune Jauche drin ist, der ist heute schön bunt, rot-grün gestrichen mit ein paar schwarzen und gelben Punkten. Aber es ist immer noch dasselbe. Und diese zugewanderten Lumpenproletarier, 90% aus dem arabischen Raum, das sind die Arier des Vierten Reiches, so wie die alten Nazis damals die jüdischen Bourgeois enteignet und vernichtet haben, wo da sogenannte arische Bourgeois wie Horten und Neckermann, die haben ja jüdisches Eigentum sich gekrallt und sind ja dadurch erst steinreich geworden. So ist das heute üblich, dass man halt diese neuen Arier des Vierten Reiches, diese zugewanderten Araber nimmt, und wir, das habe ich ja erwähnt, sind diejenigen, die beseitigt werden. Vielleicht sollte ich dann noch einen Satz zur NPD sagen. Die hat ja 9 Vorsitzenden. Und der wird ja nicht wie so ein Brutalo-Nazi, so 2 Meter groß und kahlgeschoren und zahnloses Maul und muskelbepackt und tätowiert und sonst was, sondern das ist ja so ein ganz feiner Herr. Und der hat in einem dieser Stürmer-Nachfolgemedien, Spiegel oder Stern, also ist ja ähnlich hasserfüllt wie seinerzeit der Stürmer bei Nazis, Spiegel und Stern, sind ja die beiden übelsten Medien inzwischen geworden. Da haben die ein Interview mit dem neuen NPD-Chef gemacht und da philosophiert er, ja, ein ordentlicher Anzug, der müsste ja mindestens 2000 Euro kosten, da hat man keine Garantien, guten zu kriegen, aber erst ab 2000 bekommt man gute. Und das Wichtigste ist das Einstecktuch. Wenn man ein gutes Einstecktuch drin hat, dann merkt man sogar keiner, wenn man die Krawatte vergessen hat. Also so philosophiert herum, dieser neue NPD-Chef, dieser Frank Franz oder wie er heißt, das ist so wie so ein Modezar wie dieser ermordete Ludwig Mooshammer. Für uns sind das eben Schauspieler des schmutzigen kapitalistischen Geschäfts. Für uns als Proletarier gilt,
Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei zu werden, Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands zu werden. Und unsere Wahlempfehlung heißt Manifest der Kommunistischen Partei. Richtig.